Wir haben Ziele in Syrien angegriffen und wir danken, das amerikanische Volk dankt insbesondere seinen Streitkräften, den Männern und Frauen in Uniformen, den Piloten, die mit Mut und Professionalität diese Einsätze geflogen sind. Sie gehören mit zu dem besten Militär der Welt. Dem amerikanischen Volk habe ich meine Strategie gegen den Islamischen Staat erläutert und ich habe ja gesagt, dass Amerika sowohl im Irak als auch in Syrien Ziele angreifen wird, damit die Terroristen keinen sicheren Hafen finden. Ich habe auch gesagt, dass Amerika im Rahmen einer breit angelegten Koalition handeln würde und genau das haben wir getan. Kann ich die Übersetzung etwas? Wir haben mit Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Jordanien, Bahrain und Katar zusammen gehandelt und wir sind stolz, Schulter an Schulter mit diesen Nationen zu handeln für unsere gemeinsame Sicherheit. Diese Koalition macht der Welt klar, dass es nicht Amerikas Kampf allein ist, sondern dass auch die Regierungen im Nahen Osten den Islamischen Staat verurteilen und bekämpfen. In der Zwischenzeit schreiten wir fort mit unseren Plänen, mit der Unterstützung des Kongresses und des Senats. Wir rüsten die Opposition in Syrien auf und trainieren sie. Und mehr als 40 Nationen haben bereits ihre Hilfe zugesagt in diesem Versuch, in dieser Anstrengung, der terroristischen Bedrohung zu begegnen, indem sie halt eben die Kämpfer der syrischen Opposition ausrüsten und auch ausbilden. Sie tragen dazu bei mit Finanzierungen und sie wollen auf jeden Fall auch die Kämpfer des Islamischen Staats aus der Region verbannen. Wir haben gestern Abend gesagt, dass Amerika auch durch die Khorasan-Gruppe, die zu Al-Qaida gehört, bedroht ist. Und wir müssen ganz klar machen, dass es niemandem gelingt, kann, gegen Amerika terroristische Aktionen durchzuführen und sie bekommen auch keinen sicheren Hafen. Ich darf mich auch bedanken für die Unterstützung sowohl des Senats als auch des Kongresses, denn Amerika ist immer dann stark, wenn wir geeint zueinander stehen und handeln und das tun, was notwendig ist, um unser Land zu verteidigen. In den nächsten Tagen werde ich mich mit dem Premierminister Abadi aus dem Irak treffen und dem Generalsekretär der Vereinten Nationen, um weiterhin auch diese Koalition zu stärken im Kampf gegen diese ernsthafte Bedrohung unserer Sicherheit. Wir werden dafür Zeit brauchen. Es liegen große Herausforderungen vor uns, aber es ist notwendig, diese terroristische Gruppe zu bekämpfen. Es ist notwendig für die Sicherheit dieses Landes, für die Region dort unten und für die gesamte Welt. Herzlichen Dank. Gott segne unsere Truppen. Gott segne Amerika.